Hallo Leute, heute geht es um Ableitung und zwar die Ableitung an der Stelle 1 dieser Funktion x² zu berechnen. Wie funktioniert das mit dem Taschenrechner? Dazu geht ihr auf Shift, dann hier auf das Integralsymbol, dann seht ihr hier die Ableitung nach x. Jetzt blinkt der Cursor hier im Argumentsfeld, da muss ich die Funktion eingeben. Die Funktion x² gebe ich ein mit Alpha. Dann hier Klammer zu, dann habe ich das x. Jetzt brauche ich noch das Quadrat. Das Quadrat bekomme ich hier über diese Zahl x Quadrat. Steht drauf, drücke ich drauf und jetzt Cursor 1 nach rechts. Steht x ist gleich und ich will an der Stelle 1 haben. Also sprich, möchte ich hier diese Steigung in diesem Punkt wissen. Wenn das hier so eine Parabel ist, Steigung 1, Stelle 1 und erhalte hier an der Stelle 1 hat diese Ableitung die Stelle, die Steigung 2. Wer es will, kann es nochmal nachrechnen. 1 einsetzen in die Ableitung, also die Ableitung ist 2x², 1 eingesetzt ist die 2, also stimmt. Cool, das war mein Video zu, wie berechne ich eine Ableitung, also eine Steigung an einer gewissen Stelle, eine Funktion. Hoffe, mein Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.